Guten Tag zusammen. Unser heutiges Thema heißt Toleranz und Respekt als Eigenschaften einer Nation. Heute werden wir unterschiedliche Charaktereigenschaften der Deutschen, der Japaner und der Belarusen vergleichen und feststellen, für welche Nation Toleranz und Respekt charakteristisch sind. Machen Sie bitte Ihre Lehrbücher auf der Seite 271 auf und finden Sie die Aufgabe 5a. Lesen Sie bitte den Text und sagen Sie, werden die Deutschen in der Erzählung von Kazuoka nie kritisiert? Werden unterschiedliche Charaktereigenschaften der Deutschen und der Japaner kritisch gezeigt? Lesen Sie weiter. Lesen Sie bitte weiter. Noch weiter. Gelesen. Jetzt antworten Sie auf die Fragen. Werden die Deutschen in der Erzählung von Kazuoka nie kritisiert? Werden unterschiedliche Charaktereigenschaften der Deutschen und der Japaner kritisch gezeigt? Danke. Lesen Sie die Erzählung zum zweiten Mal. Was entspricht der deutschen Mentalität und nicht der japanischen? Antworten Sie und bestätigen Sie Ihre Antworten mit Textstellen.
Vielen Dank. Welche Aussagen treffen auf die Deutschen und welche auf die Japaner zu? Wollen wir prüfen. Auf die Deutschen treffen solche Aussagen zu wie? Sie können logisch, klar und prägnant diskutieren. Bei ihnen sind Religion, Sitten und Gebräuche sehr wichtig. Sie können schlecht Komplimente machen. Wenn Sie recht haben wollen, achten Sie nicht darauf, ob Sie die Harmonie der Gesellschaft stören. Sie mögen viel sprechen. Auch die Japaner treffen solche Aussagen zu, wie sie würden besser schweigen. Sie lieben es nicht zu debattieren. Ihre Ruhe hat eine über tausendjährige Tradition. Sie zeigen nicht alle ihre Fähigkeiten. Haben Sie es auch so? Gut. Wir haben schon viel über Deutsche gelesen, erfahren und gesprochen. Und was können Sie über Belarusen sagen? Vielleicht können Sie einige Eigenschaften nennen, die Belarusen besitzen. Vielen Dank. Lesen Sie den Text und antworten Sie auf die Frage, welche Eigenschaften sind für die meisten Belarusen typisch? Lesen Sie weiter. Gelesen. Welche Eigenschaften sind für die meisten Belarusen typisch? Haben Sie dieselben Eigenschaften genannt? Gut.
Lesen Sie den Text zum zweiten Mal und füllen Sie die Lücken mit fettgedruckten Wörtern aus. Wollen wir vergleichen? Haben Sie es auch so? Gut. Sie haben den Text gelesen und etwas Neues über Belarus erfahren oder Ihre Kenntnisse gefestigt. Fassen Sie die Informationen zusammen und erzählen Sie den Text nach. Jetzt können Sie bestimmt sagen, für welche Nation solche Eigenschaften wie Toleranz und Respekt charakteristisch sind. Bekräftigen Sie Ihre Meinung mit Beispielen. Vielen Dank. Das wäre alles für heute. Danke für die Arbeit und auf Wiedersehen.